Hallo mit mir Nix, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Anmoderation kommt was später, weil ich bin ja schon länger unterwegs, wie ihr schon gesehen habt. Wir sind beim Johnny. Yeah! Ich bin Team My Steak Shop mit meinem Buddy Grill Junkie. Ja, was machen wir heute? Ich mache eine faule Soße für das Tri-Tip. Und zwar haben wir hier schönes US-Tri-Tip, natürlich vom Steak Shop. Richtig geiles Fleisch und damit werden wir heute die Bande hier verköstigen. Du machst Lammfilet-Spieße und Iberico-Filet-Spieße. Jawohl. Iberico übrigens richtig geil, habe ich gestern Ribs von gemacht. Traum. Also wer einmal Schwein gegessen hat, der muss unbedingt Iberico probieren. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an. Was haben wir denn da? Was habt ihr da? Wir haben hier ein schönes US-Tri-Tip, noch Bürgermeisterstück genannt. Greater Omaha, 180 Tage. Dankeschön. Danke für die Marmorierung. Oh, richtig schön. Richtig schön. Ja, dazu gibt es eine faule Soße. Eine faule Soße? Ja. Faule Soße. Wie faul ist faul? Faule Soße heißt sie, genau, wenn der Beef bei dir faul ist. Das heißt, wir schneiden einfach Tomaten, Knoblauch in Scheiben, Öl rein, Gewürze rein, fertig. Sehr schön. Ich bin gespannt, ich freue mich. Ja. Dann fangen wir erstmal an mit Tomaten schneiden. Auf Kugelhosen, Scheiße. Beefball, genau das, weil der Johnny. So eine faule Soße gibt das. Mit angerösteten Kräuterbaguette nachher und US-Pfeife. Das Wichtige ist, wenn ich jetzt hier das Ganze hier im Müll schneide, dass der Veggie-Ninja hier nicht hier irgendwo rumtreibt und mir nachher mal Tomaten klaut. Das wäre natürlich ganz schlecht. Du lass unsere Tomaten! Da ist er schon! Tja, der Grill-Junkie hat die Tomaten gerettet. Also ja. Weiter geht's. Was ist Smoking? Bei dem sind wir heute zu Gast. Schön hier. Ja, sehr schön hier. Schöner Name. Schöner Name. Schöner Name. Ja, danke. Gibt's leider noch viel zu wenige von. In so kleinen, feinen Läden. Aber das sind halt Leute, die machen das wirklich mit Passion und Leidenschaft. Ja. So wie wir alle. So, jetzt kommen wir auf die Tomaten einfach ein ganzer Liter. That's it. Können wir schon mal anfangen, ein wenig zu stampfen. Voll eingesaut hier. Wunderbar. Und dann kommt da noch eine Knoblauchzehe rein. Vielleicht auch zwei. Fällt's bei uns aus der Ausführung? Jetzt wird mir so einiges klar. Du Arsch. Ja. Also Philipp ist, ihr habt gehört gerade, ne? Philipp ist im Wald groß geworden. Kleiner Mogli. Ich glaube, die sind raus. Ich mache mich nur die zwei. Was? Quatsch! Ich hab die Strotze drin. Ja, Strauch. So, Tomate, Knoblauch, Öl ist drin und jetzt brauchen wir ein paar Gewürze. Wer wäre für besser als unser? Onkel Johnny ist wieder hier. Jawohl. So, also Salz habe ich hier für dich. Ja. Nutzt mal was rein, Junge. Da gibt's noch den Herb Garlic. Das ist roh, aber das wird ja eh klar. Das ist ja rein damit. Ne? Ganz genau, und hier Herb Garlic würde ich als nächstes empfehlen. Hier. Kann man das mal rein? Gut, rein damit hier. Schön reinknüppeln. Schön mit so, und ein bisschen Pfeffer brauchen wir auch noch hier. Komm, haben wir hier. Zack. Können wir mal reinschmeißen hier? Ja, jetzt komm her. Das fehlt, ne? Maximum, ne? Ja, wunderbar. Vielen Dank an Onkel Johnny. Ja, ich hoffe, es kann weitergehen hier. Ah, ich bin wieder weg. Tschö. Boah, das ist jetzt bestimmt richtig. Das heißt, das ist mein Hobby, ne? Verteilt sich schon. Ja, aber das sieht gut aus auf jeden Fall. Macht ein schönes Bild. Ja, ist gut. Was auf Pürieren oder wie macht das? Nö, ist auf die faule Soße. Ich
drüber. Ja, genau, einfach so den Saft und Tomaten ein bisschen ausquetschen. Ja, und dann machst du das nachher schön so über Fleisch an. Ja, das ist eine gute Idee. Faule Soße halt. Faule Soße halt, weil du nur den Tomaten schneidest. Ja, ja, weil du faul bist, ne? Nicht, dass es faul schmeckt. Die Soße ist jetzt fertig. Ach, so laut. Die Soße ist jetzt fertig. Und dann geht's gleich weiter am Grill mit den US-Tri-Tips. Das Tri-Tip ist soweit eingeritzt, ne, wie wir hier sehen. Das ist gleich schön aufploppt. Das legen wir jetzt erstmal auf den Grill. Ich habe da noch die Sear-Station, Sizzle Zone heißt der hier. Dann ballern wir das mal da drauf. Mal schauen. So, dann moderiert mal an hier quasi. Ne? Der hat da 18 mm Edelstahl. Ne? Also 30 großes Vasen. Deswegen zwei. Genau. Das ist clever. Da ist eigentlich noch ein Schüttel drin. Ja. Das ist geil. Okay, so, dann erzähl uns mal, also, läuft schon. So, dann erzähl uns mal, was ihr dafür empfangen lasst. Wir haben jetzt hier ein schönes US-Tri-Tip, hier in Deutschland auch bekannt als Bürgermeisterstück oder Pastorenstück. Und ja, dann lunzen mal an, ne? Jawohl. Onkel passt, warte. Der Schnitt, der schneidet doch schon. Ja. Geile Gäste, ne? Schnitt! Ja. Okay. Das sieht aber gut aus. Okay, kommentier mal, Johnny. Ja, sieht sehr geil aus. Mit dem ist das Fett hier ab. Ja, das gute Fett. Das ist als Nachtisch gedacht, ne? No. So ist brav. So, das Fett kann man auch gut übers Eis träufeln. Jetzt kommt noch ein bisschen. Warte. Steak, Salz erstmal. Ja, Salz, so, Salz nehmen wir das Salz nochmal weg. Jetzt mal in die Kamera, genau. Und das nochmal wegnehmen. Okay. Und. Ja. Okay, warte, jetzt den Pfeffer wegnehmen. Gut. Und fangen wir bei den großen Haufen an. Okay, okay. Okay, warte, jetzt ein Stück zurück. So, und jetzt Johnny probiert. Ja, schauen wir mal ein bisschen ab. Ah, probieren wir mal das Ding hier. Oh. Groß, ne? Mmh. Ja, gute Qualität, ne? Na gut. Okay. Können die anderen noch mal dazukommen? Leider Scheiß, ne?